Man sieht hier denn die Frühjahrsanpflanzung, zumindest zum Großteil bereits, in Mischkultur. Wir kennen ja im biologischen Land- und Gartenbau keine Monokultur. Das heißt, wir kennen keine Einzelpflanze oder eine einzige Pflanze auf größeren Strecken Landes. Die Landwirtschaft hat im biologischen Landbau reiche Fruchtfolgen, bis zu 7- und 8-fachen. Und im Garten springen wir sogar über die Fruchtfolgen hinweg und haben die sogenannte Mischkultur, wobei wir, wie Sie sehen, in jeder Reihe am Beet ein anderes Gemüse haben. Da haben wir zum Beispiel Chicorée, die Brüsseler Spitzen, gerade aufgegangen, Schwarzwurzeln, Kohlrabi und die kleine Mairübe, die Weißrosa, die für Salate und Gemüse jetzt dann sehr bald reif wird. Diese Mischanpflanzung bzw. die reichen Fruchtfolgen bedingen, dass nicht einseitige Massen einseitiger Ausscheidung nur einer oder zweier Pflanzenarten das Bodenleben kränken. Wenn wir beispielsweise wie in der Landwirtschaft nur mehr Weizen und Mais als Fruchtfolge haben, dann muss die Ausscheidung des Weizens oder des Maises in ungeheuren Mengen vom Bodenleben aufgearbeitet werden, was das Bodenleben nicht kann. Es beantwortet diese einseitige Überschwemmung, muss man schon sagen, zum Teil mit Absterben und wird mit diesen Dingen nicht fertig. Und man spricht dann von sogenannten Bodenmüdigkeiten. Man hat ja diese Erscheinung auch, wenn Obst lange steht. Jeder weiß, dass er noch einen Obstbaum, der 20, 30 Jahre am Ort steht, nicht wieder einen Obstbaum setzen kann. Oder Rosen noch Rosen nicht möglich sind. Das ist ja nichts anderes, als dass eben der Boden übersättigt ist durch die Ausscheidung einer Pflanzenart. Und je gemischter nun die Pflanzenarten sind, die Natur macht das ja auch so. Wo die Natur noch Hausfrau ist, hat sie ja einen sehr bunten und vielfältigen Pflanzenwuchs. Man nehme unsere Bergwälder her oder die letzten Auwälder. Da haben wir ja auch Laub und Nadelholz und Busch und Baum und Kraut und Gras und Farn und Flachwurzel und Tiefwurzel auf engstem Raum nebeneinander, weil dadurch natürlich die verschiedensten Entnahmen und Abgaben stattfinden und die Abgabe einer Pflanze vom Nachbar sehr wohl gebraucht werden kann, nicht aber von ihr selbst. Und um dieses Bodenleben wieder zu beleben und nicht zu kränken, haben wir im biologischen Gartenbau die Mischkultur. Wir haben auch die Hereinnahme von Kräutern. Sie sehen da bei den Paradeisern die Petersilie, das liebt sich. Diese Anpflanzung von Petersilie ist ein natürlicher Aufgang einer einzigen Petersilienpflanze, die man voriges Jahr hier mit Absicht hat stehen lassen und die selbst ausgesammelt hat. Und das ist jetzt ihre Nachkommenschaft. Das keimt und wächst viel besser als wie jedes angebaute. Die Paradeis liebt die Petersilie, sie würde auch den Kerbel lieben, sie würde auch den Dill lieben. Alle diese Dinge in ihre Nähe gebracht, fördern vor allen Dingen bei den Tomaten den Geschmack der Früchte. An sich ist die Tomate mit sich selbst sehr verträglich, zum Unterschied von anderen Gemüsearten, die das gar nicht lieben. Die Tomate kann man 6 bis 8 Jahre am selben Beet stehen haben. Das Betel existiert jetzt seit 5 Jahren. Und die Tomate steht gerne in ihren eigenen Abfällen sozusagen. Man kann die Geiztriebe, die man ja bei der Tomate entfernt, durchaus als Mulch am Boden liegen lassen. Aber da spielt die Tomate eine Solorolle. Alle anderen Gemüse lieben das gar nicht. Hier ist zum Beispiel auch noch für eine anfängliche Zwischenkultur mit Salat gesorgt. Oder
Da drüben am kleinen Beet haben wir zweierlei Mangold. Der helle ist der grüne und der dunkle ist der rotstielige und in der Mitte ist Kohlrabi. Wenn der Kohlrabi reif ist, wird er geerntet. Der Mangold wird so riesengroß, dass dann das Beet mit diesem Mangold sowieso ausgefüllt ist. Im Vorjahr sind da Buschbohnen drauf gestanden. Also es ist dafür gesorgt, dass immer wieder der Boden anders beansprucht wird von einer anderen Pflanzenart und gleichzeitig dadurch auch belebt wird. Sie sehen da zum Beispiel auch am Anfang des Erdbeerbeetes einen großen Liebstöckel. Der steht jetzt da vielleicht 10 oder 12 Jahre. Der fühlt sich unheimlich wohl an diesem Ort. Man muss ihn eher beschneiden und den Stock verkleinern, als ihn zum Wachsen auffordern. Das tut er von selber. Solche Einzelkräuterstöcke, auf der Hinterseite des Liebstöckels stehen Aland, Inula, beleben die Gesundheit auch ihrer Pflanzengeschwister. Es ist gut, wenn man eben Heilwürzkräuter ab und zu mal dort, wo sie den Gemüsegarten in der Bearbeitung nicht stören, herinnen stehen hat. Es ist überhaupt gut, wenn man in einem Garten möglichst viel verschiedene Arten und Sorten hat und nicht diese Sachen aus Sparsamkeits- oder arbeitstechnischen Gründen zurückhält, die Fülle. Sie sehen zum Beispiel das nächste Gemüsebeet, da ist Erbsen. Daneben ist noch freier Platz, da kommen jetzt in den nächsten Tagen die Wintermöhren drauf. Die Wintermöhre soll erst Ende Mai, Anfang Juni gesät werden, weil sie sonst als Lagerfrucht im November nicht mehr knackig ist, sondern lätschert, wenn sie zu bald angebaut wird. Und daneben steht der Zwiebel. Diese Mischkultur Zwiebelmöhren ist eine ganz besonders wichtige, weil sich diese beiden Gemüsearten auch die gegenseitigen Hauptschädlinge vertreiben. Der Geruch des Möhrenkrautes vertreibt die Zwiebelmotte und der Geruch des Zwiebels vertreibt die Möhrenfliege. Zwei Schädlinge, die sehr unangenehm werden können. Wenn die Erbsen, die dann als Windschutz jetzt dienen, für die kleinen Möhren einmal abgeerntet sind, kann man diese Reihe natürlich für ein anderes Gemüse auswerten, beispielsweise für einen Knollenfenchel, der ja ohne dies erst Ende Juni gesät werden soll, weil er sonst durchschießt. Wir haben da hier, wenn wir weiterschauen, zwischen den Erdbeeren Knoblauch drinnen stehen. Der Knoblauch ist der ideale Partner für die Erdbeere, insofern als er eine Reihe natürlicher Antibiotika enthält und die Erdbeere heute sehr pilzanfällig ist. Ich erinnere nur an die Fäule oder die Lederbärigkeit. Diese Wirkung des Knoblauch ist pilzbekämpfend. Die Erdbeere liebt die Nachbarschaft des Knoblauchs. Und ist richtig gehend glücklich, man sieht es hier an, dass sie sich da wohlfühlt. Diese Pflanzen sind einjährig, die sind voriges Jahr erst im August, September gepflanzt worden. Und trotzdem sind sie schon für Einjährige sehr, sehr kräftig. Und durch die Nähe des Knoblauchs werden sie eben leichter alle Angriffe von irgendwelchen Pilzen, mit denen leichter fertig. Dann hier das nächste Gemüsebeet. Da haben wir den Sellerie stehen. Und bitte, der Sellerie steht, das sieht man sehr deutlich, nicht am ebenen Beet, sondern man hat hier für den Sellerie einen Hügel gemacht, also ein sogenanntes Rang. Der Sellerie liebt den Hügel oben. Er will oben stehen. Der Sellerie ist seiner Herkunft nach eine Meeresstrandpflanze und der wilde Sellerie gedeiht an den Küsten des Mittelmeers und auch des Atlantik und wächst dort oben auf den Sanddünen. Er ist längst eine Gemüsepflanze geworden. Er ist hochgezüchtet worden, aber die Erinnerung an die Kinderzeit vor Jahrtausenden hat er nicht vergessen und ihm ist das Stehen auf dem ebenen Beet unsympathisch.
Er macht ganz andere Knollen, wenn er in der Höhe steht. Und ein zweites Bedürfnis aus dieser Kinderzeit ist sein Kali-Bedürfnis. Wir können den Sellerie nie glücklicher machen, als wenn wir ihm Holzasche geben. Und der Sellerie hat aber noch einen dritten Wunsch. Er möchte allein stehen. Er möchte neben sich nicht wieder den Sellerie sehen. Der Sellerie will einen anderen Nachbarn. Er ist mit sich selbst gar nicht verträglich. Wenn Sie vier Reihen Sellerie von ebenem Beet haben, nebeneinander, werden Sie keine großen Knollen ernten. Während der Sellerie am Hügel allein neben sich einen anderen Nachbarn und mit Holzasche gedüngt, das wird eine wunderbare Ernte. In einigen Wochen, in 14 Tagen vielleicht, kommt an den Fuß dieses Selleriehügels Bore. Der Bore macht seine langen weißen Schäfte, und wenn er dann im Herbst, der Bore bleibt im Winter draußen, und wenn er dann im Herbst diesen Hügel über sich eingeebnet bekommt, ist das für den Bore nur etwas Positives. Und vorne haben wir noch eine Reihe Paprika, die sich auch da mit dem Hügel des Sellerie im Rücken und dann später dem Bore sehr wohl fühlen. Paprika immer zu zweit setzen, gibt andere Ernten, als wenn der Paprika allein steht. Im nächsten Beet sind zwei Reihen Buschbohnen und daneben rote Rüben, wenn man sie für den Herbst braucht, zum Einwintern auch nicht zu bald sehen, weil sie dann unmäßig groß werden. Man will ja viel lieber kleinere Früchte haben. Und dahinter im Holzkasten ein früher Kaffiol, der ja empfindlich ist gegen Bodenwinde, wärmebedürftig ist. Wie es noch kühler war, hat man Plastikfenster draufgelegt. Und Sie sehen, wie gut er sich entwickelt, wie dankbar er für diesen Schutz ist. Man hat natürlich umso früher dann die Ernten. Wenn man solche technische Einrichtungen dann braucht, ist natürlich in dem Fall hier einmal die Monokultur richtiger, als weil man ja den Raum ausnützen will. Das letzte Beet hier im Gemüsegarten sind jetzt zwei Reihen Salat sichtbar. Und zwischen diesen Salat kommt jetzt demnächst die Winterkrautarten Blaukraut, Weißkraut und Kohl. Das Kraut leidet sehr leicht in der Jugend und der Erdfloh, sämtliche Krautarten. Und der Erdfloh kann das Wachstum des Krautes sehr hintanhalten, wenn er eben die Blätter siebartig durchlöchert. Der Erdfloh liebt den Geruch des Salates überhaupt nicht. Und wenn dann Salat von gewisser Größe, der dann schon für die jungen Krautpflanzen einen Windschutz bietet, da ist, dann werden die Krautpflanzen gesund bleiben, werden vom Erdfloh nicht befallen. Wenn man sonst mit Erdfloh kämpft, ist ein einfaches Mittel das Bestäuben mit Steinmehl. Die Mairüben, die ich da oben erst besprochen habe, waren sehr befallen. Ich habe sie einmal mit Steinmehl eingestäubt und sofort war der ganze Erdflohspuck weg. Das Steinmehl wirkt auch pilzbekämpfend gegen Salatpfeile. Zwischen den Salat gestreut oder wenn man Wintersalat hat, ist es sehr günstig, wenn man es dann mit in die obere Bodenfläche einhändelt. Oder aber Birnengitterrost ist eine Krankheit, die heute häufigst ist, weil wir ja in allen Gärten Wacholder haben. Und jeder Wacholder, nicht nur die Heimischen, sondern auch die Chinesen und die Nordamerikaner, sind Überträger des Birnengitterrostes. Das sind diese Orangepusteln auf den Blättern. Und da findet man ja Birnbäume manchmal, die sind total orange. Wenn man diese Bäume im taurigen Zustand mit Steinmehl einstäubt, hat man auch mit Birnengitterrost keinen Kummer mehr. Das sind einfache Mittel, ungiftige, die im biologischen Gartenbau leicht angewendet werden können und die an sich gesunde Pflanze dann, die braucht dann nicht mehr als eben ein harmloses, einfaches Mittel, um wieder zur Gesundheit zu kommen.
die muss nicht dann schwere Gifte erleben, dass sie ihre Schädlinge verliert. Sie sehen auch hier zwischen den Pflanzenreihen, vor allen Dingen der größeren Pflanzen, eine Bodenbedeckung liegen, einen sogenannten Mulch. Die Natur kennt keine offenen Böden. Wo die Natur durch ein Unglück, durch einen Erdrutsch oder eine Mure einmal einen offenen Boden erleben muss, deckt sie den sofort mit Gras und Kraut zu. Sie ist eine sehr sparsame Hausfrau und duldet keine Wasserverschwendung. Wenn wir nun im Garten hier zu der Mulchdecke greifen, bewirken wir dasselbe. Der Boden kann lange nicht so, besonders in Trockenzeiten und bei heißem Wetter, ausdörren und aushagern, sondern er bleibt unter der Decke feucht und krümelig. Das Bodenleben ist ja an Feuchtigkeit gebunden. Und wenn die Böden oben austrocknen, geht das Bodenleben sofort ein paar Zentimeter weiter nach unten. Beim bedeckten Boden haben wir das Bodenleben bis oben. Und das kommt der Pflanzenwurzel zugute. Wenn man solche Mulchdecken in Trockenzeiten wegnimmt, kann man erleben, dass da drunter der Regenwurm da ist und alle möglichen anderen Tiere. Und man sieht, wie lebendig der Boden bis in den obersten Zentimeter ist. Das ist wieder eine Förderung des Bodenlebens, eine Belebung des Bodenlebens und damit natürlich Hand in Hand die Wüchsigkeit, die Gesundheit der daraufstehenden Pflanze. Der einfachste Mulch wäre Grasschnitt. Der ist selbstverständlich brauchbar und wird den Boden gut abdecken. Bitte, die Bedeckung darf nicht mehr sein als wie höchstens 3 cm, weil ja sonst da die Luft nicht dazu kommt und wir womöglich an der Grundschicht eines Dickmulches Fallnis erleben. Das darf nicht sein. Der Grasschnitt wird durchaus diese Aufgabe erfüllen. Hier ist Brennnessel verwendet worden als Mulch. Brennnessel im unblühenden, noch nicht blühenden Zustand wurde unzerkleinert zwischen die Reihen gelegt. Die Brennnessel wirkt bei ihren Pflanzengeschwistern pilzbekämpfend. Brennnessel gegen Tomatenwelke, Brennnessel gegen Gurkenmehltau. Brennnessel wieder alle Rosenkrankheiten, die uns manchmal sehr plagen, wie Blattfallkrankheit, Sternrußtau und so weiter, Mehltau. Besonders die Rose spricht auch die Brennnessel wunderbar an. Aber auch alle Gemüsepflanzen, mir ist nichts untergekommen unter den Gemüsen, was nicht beim Brennnesselmulch aufgelebt wäre. Die einzige Pflanze, die Brennnessel nicht haben muss, ist die Erdbeere. Sie ist nicht böse über den Brennnesselmulch, aber sie muss ihn nicht haben. Man sieht ihr das an. Der ist der Knoblauch viel lieber. Aber sonst, wie gesagt, ist die Brennnessel eine wunderbare Sache. Die Brennnessel ist im Pflanzensektor ungefähr das im biologischen Gartenbau, was der Regenwurm am Tiersektor ist. Aber ein wunderbarer Mittler der Gesundheit. Ich dünge meinen Garten, so wie er da ist, im Herbst mit etwa 5 cm Kompost über die gesamte Fläche. Das ist einmal Pflanzenkompost und einmal Mistkompost. Es wird abgewechselt. Und während des Sommers bekommt er zweimal Brennnesselmulch. Jetzt im Mai, der ist in 4 Wochen weg, ist aufgearbeitet von den Bodenbakterien. Dort liegen dann nur mehr die Stängel rum und auch nur mehr die größeren. Und meistens mache ich dann Anfang Juli den zweiten Mulch und das ist alles. Und ich habe Ernteergebnisse, die überall mithalten können. Wenn wir abschließend auch noch über Schädlinge sprechen sollen, das zu sagen, was ja schon angeklungen ist bei den vorherigen Anweisungen, je gesünder der Boden, je mehr er belebt ist, desto gesünder ist die Pflanze, die drauf steht, und desto weniger hat der Schädling hier Raum. Was ist der Schädling überhaupt?
Bitte, der Schädling ist eigentlich nichts anderes als eine Polizei der Natur, mit der sie Krankes wegräumt. Die Natur kennt dort, wo sie noch Hausfrau ist, kaum Krankheit und kaum Leichen. Wenn einmal ausnahmsweise ein Tier fällt, dann wachsen auch aus dem Nichts Tausende von Maden und Ameisen und räumen den Kadaver weg. In der Wüste sind es Geier und Schakale, die Natur hat für alles Einrichtungen und sie räumt auf mit jedem kranken Gewebe. Für die Natur ist das, was der Mensch heute im konventionellen Gartenlandbau an Pflanzengewebe mit Hilfe der wasserlöslichen synthetischen Düngesalze erzeugt, nichts Normales. Eine Pflanze, die sich mit diesen synthetischen Düngemitteln begnügen muss, braucht zum Verdauen dieser Düngemittel wesentlich mehr Wasser als eine Pflanze, die auf einem kompostgedüngten Boden steht und sich das heraussucht aus dem Boden, was ihr schmeckt. Die Pflanze, der man Nitrum und Kalk zu Füßen streut, muss das aufnehmen. Es wird ihr ja mit dem Wasser zugeführt. Diese Düngemittel bitte sind wasserlöslich, aber niemals erdlöslich. Können mit der Erde in keine Verbindung eingehen und werden dadurch mit dem Grundwasser, also mit dem Regenwasser ins Grundwasser geschwemmt. Daher wird ja von den Kunstdünger-Sachen ein Viertel bis ein Drittel nur von der Pflanze aufgenommen und alles andere geht nach unten und darum haben wir ja die Misere heute mit den nitratbelasteten Wässern. Die Pflanze, die nun diese Salzdüngung aufnehmen muss, braucht, um das zu verarbeiten in ihrem Leib, viel mehr Wasser. Und aus diesem Salzwassergemenge, muss man schon sagen, baut sie ein wesentlich anderes Zellenwachstum auf als eine Pflanze, die sich aus kompostgedüngtem Boden heraus ernährt, mit wesentlich weniger Wasser. Und dieses Gewebe, dieses Salzwassergewebe ist für die Natur krank. Das ist für die Natur nichts Normales und das räumt sie weg und schickt den Schädling, das heißt, sie lässt ein Tier oder einen Pilz sich außergewöhnlich vermehren. Auf meinem Winterkrautbeet, heuer wird sich das da unten absprühen, tanzen jedes Jahr im August die Kohlweißlinge in einer Menge ihre Hochzeitsflüge so, dass man glauben müsste, um Gottes Willen, in kürzester Zeit ist da jetzt ein Kahlfraß, da ist gar kein Kohlfraß. Wenn man die Gelege dieser Kohlweißlinge dann suchen geht auf den Unterseiten der Kohlblätter, wird man bei diesem biologischen, gesunden Kraut und Kohl Gelege von 2 und 3 Eier finden, aber niemals von 50 und 60. Und diese paar Räubchen, die da ausschlupfen, sind im normalen Naturkreislauf drin, wo der Kohlweißling ja seinen Platz hat und die werden nie zum ausartenden Schädling. Wenn wir das einmal von dieser Seite her erfasst haben und wissend werden, wie notwendig es ist, die Böden zu beleben und die Böden in einem Optimum von Lebenszustand zu halten, dann wird das Schädlingsproblem in solchen Gärten sehr sekundär werden. Da wird es Schädlinge geben bei Wetterstürzen. Bei Wetterstürzen haben wir die Blattlaus, weil wir natürlich in den Pflanzen einen Wachstumsstau haben und damit einen Zuckerstau. Dann ist die Laus da. Aber da wird man, wenn es Fälle sind, wo man bekämpfen muss, weil jetzt sagen wir eine Jungpflanze unbedingt in die Höhe soll, mit harmlosen Mitteln, wie zum Beispiel mit dem Wermuttee oder Spritzmitteln auf Deris-Pyretron-Basis das Auslaugen finden und braucht nicht zu Schwergiften greifen, die womöglich 10 Jahre im Boden bleiben. Es ist auch, wenn man Richtung Schädlingen spricht, zu erwähnen, dass in einem biologisch geführten Garten es richtig ist, sein Augenmerk darauf zu lenken, dass man die Nützlinge fördert und ihnen Möglichkeiten der Vermehrung bietet. In meinem Garten, da gibt es einen Teich, schon sehr lange. Und da geht eine lebendige
Vermehrung von zig Kröten jedes Jahr vor sich. Die kommen aus der ganzen Umgebung da zusammen und feiern da zu Ostern ihre Hochzeit. Und haben dann natürlich Tausende von Kalbab. Die Libellenlarven fressen einen Teil, aber ein Teil überlebt. Und in meinem Garten ist ein reger Verkehr von Kröten aller Art, gestreifte und gepunktete und schwarze und braune und was man sich an Kröten vorstellen kann. Und seit dieser Kreislauf funktioniert, ist die Schneckenplage um vieles geringer geworden, weil die Kröte die Schneckengelege frisst. Die rote Nacktschnecke hat ja bei uns keinen natürlichen Feind, weil sie von niemandem angefressen wird wie von Enten und die kann man in den Garten nicht reinlassen. Hat man sonst auch nichts mehr. Aber die Kröte frisst so viel Gelege, dass die Schnecke dann zu keiner Last mehr wird. Oder aber, man kann einen Haufen haben aus Reisig und Laub, den man nicht viel stört, wo Familie Blindschleich ihre Unterkunft findet und ihren Vermehrungsort. Und das ist ebenfalls ein Tier, das mit den Schneckeneiern aufräumt. Man kann da sehr viel schaffen. Man kann auch so Art Stücke von Naturgarten belassen in einem Garten oder ihn so gestalten. Da an meinem Teichrand gibt es alles Mögliche von heimischen Bodendickern, von Farnen. Im Frühjahr sind da Schneeglöckern drinnen, Schlüsselblumen, Lerchenspuren. Alles, was sich bei uns im heimischen Buchenwald und in der Au findet. Es stehen auch Rhododendron und Azaleen drinnen. Aber es ist viel Heimisches auch da und der Zusammenklang dieses Belassens dann, dieser vollkommen zumachenden Kräuter und Gewächse, gibt wieder Unterschlupf für zahlreiche Nützlinge, die uns helfen, das Schädlingsproblem zu keinem Problem werden zu lassen. Also wenn der Kreislauf eines solchen Organismus Garten stimmt, mit allem und jedem, vom Kompost über die Kulturen, die Mischkultur, die Bodenbedeckung, die Fülle der Pflanzen, heimisches und ausländisches, es kann ruhig die Blütenfülle und die Blütenfundgruben, deren es auf der Erde zwei gibt, das sind Ostasien und Nordamerika, und die wir heute durch die Züchtungen ausnützen können, weil wir sie hier haben, das hat voll seine Berechtigung in unseren Gärten. Aber da gehört auch wieder heimisches Kraut und mancher Strauch dazu. Es gehört ein Holunderbaum in den Garten herein, Umständen eine Haselnuss, eine Eberesche. Und wenn auf das alles Rücksicht genommen wird, dann ist die Anwesenheit von Schädlingen auf ein Minimum zu bringen und damit eine große Belastung im Garten weg. Die herbstliche Bodenbearbeitung im Garten soll kein Wenden der Scholle sein, weil wir dann die Schichten stören, sondern es soll ein gutes Durchlocken des Bodens sein. Auf alle Fälle Spatenstich tief, aber ohne ihn zu wenden. Ob man das jetzt mit dem Spaten macht oder mit der Grabgabel ist egal. Die Hauptsache ist, dass man aufpasst, dass die Scholle nicht umgedreht wird. Die Bakterien, die in den oberen Schichten arbeiten, haben in den unteren Schichten nichts verloren, weil sie nichts dort tun können. Und die Bakterien, die unten tätig sind, sind oben nicht erwünscht, weil sie oben keine Werkstatt haben. Und daher muss man da ein bisschen aufpassen, dass man nicht mit Gewalt den Unterboden nach oben bringt. Und das geschieht auf diese Weise, dass man eben nicht wendet, sondern zwar lockert und die Erde noch also sozusagen aufwirft, aber die Schichten bleiben, was unten ist, bleibt unten und was oben war, bleibt oben. Was wichtig zu beachten. Was? Dann
den gut durchgelunkelten Boden, kommt oben drauf, bitte oben drauf, Kompost oder Mistkompost. In diesem Fall hier beides, Pflanzenkompost zuerst und Mistkompost drüber. Das Zudecken des gut gelockerten Bodens, der jetzt da drinnen luftig ist. Die Luft wirkt wie ein Doppelfenster. Wird dann oben mit den genannten Materialien bedeckt. Oben deswegen, weil in den Komposten noch unverrottetes Zeug drinnen ist, kann das jetzt hier an der Luft oben noch zu Ende rotten. Die Bodenbakterien fangen sofort an, sofort, das kann man mit den Augen in der nächsten Woche sehen, mit einem Verbundarbeit von unten und bemächtigen sich dieser Decken. Aber wenn diese Decken unter Luftabschluss, vor allen Dingen unverrottete Sachen, in den Boden eingestochen werden, wie das ja sehr lange üblich war, dann rottet das nicht, sondern fault in der Erde und rührt sich nicht mehr, beziehungsweise erzeugt im Boden Fäulnisgifte, die dann einfach da sind und im nächsten Jahr dem Pflanzenwachstum schädlich sind. Das kommt dann zum Ausdruck, wenn bei eingeackerten, unverrotteten Mist die Kartoffeln schwarz werden. Die Pflanze verträgt diese Gifte nicht. Im biologischen Gartenbau legen wir daher alle Miste und Komposte, vor allen Dingen im Herbst, obendrauf. Mit dieser Herbstarbeit sind biologischen Gartenbau die allerwichtigste. Diese schonende Herbstarbeit des Bodens, des Zudeckens mit Kompost und mit Mistkompost. Da sehen Sie jetzt die Herbstbehandlung des Obstbäume, wie sie eigentlich geschehen soll. Man sollte die Stämme, die sind die untere Kronenverzweigung, mit einer Drahtbürste reinigen. Auf diese Weise werden die Schlupflöcher der Schädlingsgelege und Ähnliches vernichtet. Die Rinde wird wieder sauber und dann erfolgt ein Anstrich mit Lehm und Kumis. Dadurch, dass jetzt da so staubt, das ist nur der alte Anstrich vom vorigen Jahr. Dieser Anstrich geschieht jedes Jahr, Ende Oktober, Anfang November und sollte geschehen in einer Zeit, wo es nachts noch nicht friert. Denn er muss ja trocknen und wenn dann schon Frosttemperatur ist, dann friert es am Stamm an und das ist nicht gut. Er soll Zeit haben, noch auszutrocknen. Er trocknet sowieso sehr schnell aus. Da kommt jetzt der Lehmanstrich drauf. Der besteht aus 2/3 Lehm, 1/3 frische Kuhfladen und wird angemacht mit Zinnkrauttee, also Ackerschachtelhalm, wobei der Lehm heilend und glättend wirkt auf die Rinde. Sie sehen bei diesem Baum, der kriegt den Anstrich jedes Jahr, wie glatt und rein die Rinde ist. Nicht burgig und nicht mit Moos und Algen, wo dann Schlupfwinkeln entstehen für alle möglichen Schädlinge. Der Kuhfladen wirkt nährend und dadurch dringt auch durch den Stamm eine gewisse Nährkraft in den Baum. Wir haben auf diese Weise schon nicht tragende Bäume zum Tragen gebracht mit dieser Methode oder mit dieser Anwendung. Und der Ackerschachtelhalmtee, der wird am Tag vorher gekocht, 16 Decker Droge auf 10 Liter Wasser, 24 Stunden einweichen, 20 Minuten kochen, damit die Kieselsäure sich herauslöst, die ja das Wichtigste ist am Zinngrad. Und er wirkt desinfizierend gegen Pilzkrankheiten. Dieses Zusammenrühren zuerst des Lehms mit dem Tee und dann auch das Hereinnehmen der Kuhfladen mache ich mir mit der Hand, weil man ihn viel feiner hinkriegt den Brei, als wenn man da stundenlang mit einem Holz rührt. Das Auflösen der ganzen Lehmklumpen und das Aussortieren, wenn da noch was Raues drinnen ist, kleine Steine oder irgendwelche Holzeln, das ist natürlich mit der Hand vielleicht möglich und dadurch wird dann der,
Brei, ein wunderbar streichfähiges Material. Wir streichen hinauf bis in die untere Kronenverästelung und schützen damit den Baum. Und wie gesagt, es ist eine heilende und nährende Wirkung. Es gehört auch, könnte man auch noch etwas weiße Kieselerde dazugeben als Haftmittel. Ich habe Holzasche dazugenommen, die ähnlich wirkt. Und denn wir wollen ja haben, dass der Anstrich ein Jahr circa am Baum bleibt. Wenn wir ganz besonders sorgsam sind, können wir natürlich auch noch in den Lehmbrei das biologisch-dynamische Düngepräparat 500 einrühren. Das müssen wir natürlich zuerst rühren. Wir könnten eventuell 500, also das hohe Mistpräparat, im Schachtelhalm Tee rühren, eine Stunde, und dann mit diesem den Brei anrühren. Das ist dann ein Optimum. Das ist das Edelste, was wir dem Obstbaum angedeihen lassen können. Aber es ist auch schon allein der Anstrich mit Lehm und Kuhmist, mit dem Schachtelhalmtee und mit der Kieselerde oder der Holzasche eine wunderbare Sache und kann nicht genug empfohlen werden. Sie sehen hier das Wintergemüse, das vor etwa 10 Tagen hier geerntet wurde, eingelagert, nicht in einem Keller, sondern im Unterstock von einem Mistbett. Dieses Mistbett wird bei mir als warmes Mistbett jedes Jahr frisch mit Pferdemist gepackt und dient als Kinderstube für meine Gemüse und auch zum Teil Blumenpflanzen. Im Sommer stehen dann Eierfrüchte herinnen und die Geranienstecklinge. Und im Herbst wird es ausgeräumt und dann im Winter dient es als Gemüsekeller, weil mein Keller im Haus ungeeignet ist. Dieser Glaskasten da steht auf einem Holzkasten. Man könnte auch gestochene Lehmwände lassen, wenn der Lehm so fest ist. Und ich gebe da im Herbst, bevor ich da einwintere, eine ganz kleine Schicht Dorfmull als Wärmedämmung nach unten. Hab darunter ein feinmaschiges Gitter. Das bleibt drinnen gegen etwaigen Mäusefraß. Obwohl ich ehrlich sagen muss, meine zwei Katzen räumen mir diese Sorge weg. Aber zur Vorsicht. Und auf den Dorfmull rein aus Sauberkeitsgründen gebe ich unbedruckten Karton. Und da drauf kommt jetzt das Gemüse in das Ort, wie Sie es sehen, einfach zusammengeschichtet oder in den Haufen geschüttet. Und das bleibt hier frisch bis April, bis der Kasten wieder gepackt wird. Da nehme ich meistens die letzten Stücke heraus. Winterkälte, solange es mild ist und wir überhaupt keine Fröste haben, sogar bis minus 2-3 Grad, kommen nur die Deckläden drauf. Es muss ja Luft hinein. Und erst wenn es minus 5-6 Grad wird, gebe ich die Fenster drauf und dann die Deckläden. Und an schönen Tagen wird gelüftet. Und erst wenn die Temperatur unter minus 15 geht, gebe ich zwischen Fenster und Deckläden ein paar alte Teppiche. Es ist mir noch nie etwas erfroren oder durch Frost kaputt gegangen. Im Winter ist eh meistens nur Schnee drüber. Da kann wenig geschehen. Und es sind ja immer wieder Zeiten, wo dann der Schnee wegtaut, wo man dann dazu kann, wo man sich da so auch rausnimmt, was man fürs Haus gerade braucht. Und das Übrige bleibt eben, bis man es verwendet. Es ist das eine ausgezeichnete Möglichkeit, Gemüse zu überwintern, weil man, wie gesagt, im Haus der Keller nicht sehr geeignet ist. Im Hauskeller könnte man natürlich genauso gut das Zeug ins Sand legen. Tut es auch fast immer. Das fällt hier flach, weil wir sowieso unterm Erdniveau sind. Da ist es nicht notwendig. Da ist die nötige Feuchtigkeit von unten und auch durch den Holzkasten jederzeit da. Und das bleibt frisch, wie wenn man es gerade geerntet hätte. Sie sehen hier ein sehr aufwendig bepflanztes Staudenbeet.
Es hat hinten hohe Blütenstauden, Phlox, Ritterspuren, Pfingstrosen. Um die wichtigsten zu nennen, dann diese gelben Sommerstauden, Helenium und so weiter. Und vorne an der Böschung alle möglichen Polsterstauden. Nun ist der Nahrungsanspruch dieser zwei Gruppen ein grundverschiedener. Die Polsterstauden, die ja abstammen von alpinen Pflanzen, haben einen sehr geringen Nahrungsanspruch und wollen arme und karge Böden haben. Und die hohen Blütenstauden sind sehr anspruchsvoll, was Nährstoffe anbelangt. Wenn die hungern müssen, dann ist ihre Blütenwirkung eine geringe. Und wir haben hier im Garten, wie schon erwähnt, einen schweren Lehm. Und das ist natürlich keine günstige Bodensituation für die Polster. Und daher kriegen die im Herbst Sand. Immer wieder Sand, um den Boden locker zu haben. Und wie gesagt, er darf ja nicht zu üppig werden an Nährstoffen. Während die hohen Blütenstauden oben kriegen Kompost oder Mistkompost jeden Herbst. Und sie brauchen das auch, um voll in ihrer Wirkung da zu sein. Wenn die Ritterspurne dann da in ihren Kerzen stehen, das ist eine Pracht. Wenn sie die Nahrung nicht bekommen, dann sieht man sofort, dass sie in der Blütenwirkung zurückgehen, kleiner sind und weniger Blütendulden haben. Dasselbe gilt für die Pfingstrosen, dasselbe gilt für den Phlox und dasselbe gilt für Astern, Helenium und so weiter. Daher diese Trennung in der Behandlung des Herbstes, wenn man dann die Sachen abgeschnitten hat und sozusagen einwintert. Im Obstbaumschnitt unterscheidet man zwischen dem Pflanzschnitt bei jungen Bäumen. Da ist es wichtig, dass man die Wurzeln anschneidet und dann einen Rückschnitt macht, um den Baum anzutreiben. Und hier handelt es heute, dass wir einen Auslichtungsschnitt und Erhaltungsschnitt durchführen. Dieser Apfelbaum ist ein paar Jahre nicht geschnitten, ist sehr dicht, ist etwa 17 Jahre alt, hat aber schon sehr gut getragen. Und hier wollen wir uns das mal richtig anschauen, was nun geschnitten wird. Schauen Sie mal den Baum ausführlich an. Und eigentlich schneidet man, ehe man zur Schere greift, schon etwas mit den Augen. Man muss sich überlegen, was soll jetzt bleiben und was nicht. Normalerweise hat man ja bei der Erziehung eines kleinen Baumes den Haupttrieb, den Hauptast und die drei oder vier Nebenäste, unter Umständen in mehreren Stockwerken. Der moderne Obstbau geht ja dazu über, dass er nur die Hohlkronen hat, abgesehen davon, dass der moderne Obstbau ja sogar bis zur Hecke geht, dass die Äpfel und Birnen gezwungen werden, nicht als Baum zu wachsen, sondern eben in der Hecke, dass man bequem auch durchfahren kann zum Schneiden und zum Ernten, mit dem Erfolg, dass die außerordentlich anfällig sind und nur gedeihen, indem man eben schon so viel Mengen von Dünger und Gift spritzt, um sie zu kriegen. Aber solche kennt man ja zum Beispiel, wenn Sie so einen Golden Delicious haben und reinbeißen, der schmeckt wie Watte. Und hier bei diesen Hausäpfeln ist es sicher so, dass sie sehr gut im Geschmack auch sind. Und dann kommen wir jetzt auf den Schnitt zurück, dieser mittleren. Man hat drei große Grundsätze, die vor allem jetzt hierfür gelten. Erstens mal alles, was sehr stark nach innen wächst, da wird Luft gemacht. Dann was sich direkt kreuzt und scheuert oder direkt so, wo es ja auch Wunden gibt. Und dann, wo zwei oder drei Äste sehr parallel gehen. Wenn wir jetzt an diese Gruppe hier denken, hier ist 1, 2, 3, 4, 5, also auf innerhalb eines Meters sind 5 Äste, die in der Richtung gehen, da werden wir sicher ein bisschen Luft machen.
von diesen vier größeren muss man jetzt sich genau überlegen, was muss unbedingt weg oder was kann bleiben. Und Sie müssen tatsächlich da sehr mit der Fantasie arbeiten. Stellen Sie sich vor, wenn ich jetzt den wegnehmen würde, wird es hier doch ein großes Loch geben. Also den lassen wir auf jeden Fall. Den würde ich lassen. Dann der ist sehr wichtig. Hier könnte man unter Umständen das hier wegnehmen, damit es auch nicht so tief nach unten geht. Und Wunden ab dieser Größe, die sollten dann auch mit dem Baumwachs oder verschiedene, hier das Campisan, da gibt es verschiedene Arten Baumtee oder Baumwachs, zugeschmiert werden. Ich will es hier bei dem einen vorführen, dann machen wir es, schneiden wir erstmal und dann kann man es hinterher anstreichen. Aber so, das ist ein sehr flüssiges Mittel, dass die Schnittstellen so bedeckt sind. So, denn sonst passiert es, dass sie entweder austrocknen oder auch Krankheitskeime da reinkommen und kann man ja dann vermeiden. Hier zum Beispiel sehen Sie, es gehen zwei ziemlich parallel. Da ist die Frage, nimmt man jetzt den weg oder nimmt man den weg? Ich habe schon eine Meinung, was sagen Sie? Wollen wir den wegnehmen oder den? Den rein wieder sagen. Den, genau. Denn der geht in dieselbe Richtung, also schneiden wir den hier weg, dann kann man es gegenschneiden vermeiden. So. Also normalerweise, wenn man bei Leuten schneidet, die also nicht allzu viel von Obstsorten sind, die haben immer furchtbar Angst zum Rausschneiden. Man muss schon ziemlich mutig sein. Und es ist erstaunlich, wenn er zunächst etwas kahl aussieht, aber wenn man sich vorstellt, wenn dann das belaubt ist und die Triebe durchkommen, dann sieht das anders aus. Jetzt haben wir hier etwas, wo auch was getan werden muss. Das geht ja hier alle drei etwa in der Richtung. Ich glaube, da ist es ziemlich eindeutig, dass wir den mittleren wegnehmen. Gell? So, und dann, wenn wir gerade dabei sind, kann man auch vielleicht das noch wegnehmen. Hier haben wir auch wieder diese drei, also drei parallel, das ist ein bisschen viel. Dann nehmen wir vielleicht den mittleren auch hier weg. So, und dann vielleicht das noch bei jungen Bäumen, weil wir ja gerade so einen jungen Trieb hier haben. Der Grundsatz, also je kräftiger ich einen Ast zurückschneide, umso stärker treibt er mir raus. Also ich zwinge beim starken Rückschnitt, vor allem bei jungem Holz, zwinge ich den Baum kräftig wieder durchzutreiben und weiterzuwachsen. Jetzt ist die Frage, ob man das noch lässt oder hier vielleicht noch was wegnimmt. Vielleicht nehmen wir hier weg, damit die Kraft wirklich in den anderen noch geht. So. Das dürfte keine unbedingte Kreuzung sein, denn der geht dann sicher runter, wenn er dann Früchte trägt. Das könnte man hier so lassen. Also, hier, wenn man so eine Stelle hat, da ist es gut, dass der rauskommt. Weil da eine Wunde ist und da ist immer Anfälligkeit, dass da Krankheiten hineinkommen. Also, ist nur die Frage, doch. Stellt sich vor, wenn der jetzt ganz weg ist, aber da ist der Nachwuchs von hier drüben. Ja, und der wird sich wohl auch in die Richtung dann entwickeln. Ja, die Frage, ob wir den lassen. Würden Sie den lassen? Also würden wir es hier wegnehmen wahrscheinlich. Da kämen wir nämlich auch jenseits dieser Stelle. So, Achtung. So. Jetzt. Dann ist die Frage,
Hier, mit dem. Oder was meinen Sie zu dem? Sollen wir das jetzt wegnehmen oder das wegnehmen? Weil hier oben müssen wir sowieso noch Luft machen, wenn wir uns stehen lassen. Den vorderen, weil der lauter senkrechte Triebe hat, ne? Den hier? Den da meine ich. Den, ja, genau. Also nehmen wir den weg. Überall. Wie gesehen? So. So, jetzt sieht das schon anders aus. So. Ja, hier. Da ist nochmal den weg. Den weg. So, der wächst nach innen. Da kann man sogar so machen, dass man hier ihn auf den nach außen hin ganz wegnimmt. Gell? So absetzen. Da ist es schon im letzten Jahr passiert. Und hier. Ja, vielleicht den noch. Hier ist noch was Braunes, der ist vertrocknet. Der gehört natürlich auch weg. So. Ja, da würde ich sagen, im Wesentlichen, bis auf Kleinigkeiten, die man noch doch noch findet, das wäre schon ein, wollen wir sagen, ein vorsichtiges Auslichten nach den Grundsätzen, was parallel geht, kommt weg, was sich scheuert, was sich kreuzt, kommt weg, da kreuzt sich noch was. Also, und was nach innen wächst. Nochmal zur Wiederholung bei jungen Bäumen, ich weiß, da waren Sie noch nicht alle da, beim Anzucht der Bäume schneidet man immer auf die Augen und man kann da genau bestimmen, in welcher Richtung, wenn das jetzt ein Ast ist, der ziemlich hoch wächst, kann ich mit den Augen bestimmen, wo der nächste Ast hinwächst. Wenn ich jetzt auf den schneide, wächst er hier raus. Schneide ich hier, wächst er da raus. Und so baut man auch die Kronen auf und auch die Seitenäste und die Fehler, die oft gemacht werden, dass man entweder zu scharf abschneidet, so ganz an die Knospe, das darf nicht sein, also wenn Sie jetzt hier so, da wird nämlich meistens die Knospe beschädigt. Man sollte immer so etwa einen halben Zentimeter drüber lassen. Das ist so vielleicht das Ideale. Und also leicht in der Richtung, wie der Ast wächst und so. Und da kommt es darauf an, hat man jetzt also hier so einen Seitenast, dann baut der hier auf und man wächst so weiter. Habe ich jetzt einen Hauptast und will aufbauen, es ist ja so, dass man einen jungen Baum immer aufbaut, indem man die Triebe hochzieht. Sie wissen ja alle, wenn man die berühmte Scherzfrage stellt den Kindern, also ich mache hier in den Obstbaum einen Ritz und der Baum wächst im Jahr 50 cm, wo ist der Ritz in vier Jahren? Dann rechnen Sie kräftig, also so und so hoch. Das heißt, stimmt nicht, der bleibt genauso. Es gibt ja kein Längenwachstum im Baum, der schiebt ja nicht hoch, sondern der geht ja nur in die Breite, aber man baut auf durch die Triebe, die das hochwachsen. Das ist ja das Wichtige. Und da muss man eben genau wissen, wie man so einen Baum dann aufbaut, dass er entsprechend dann die Nebenäste hat, mit dem Hauptast, Nebenäste, Seitenäste oder Hohlkrone. Also das war dieses und so. Und hier bei diesem Bäumchen muss man jetzt doch Luft machen. Da sehen Sie nach den Grundsätzen, vieles ist parallel. Aber wenn das jetzt, stellen Sie sich jetzt vor, jetzt ist alles hier voll Blätter und Früchten auch. Da ist dann bestimmt, kommen dann nur kleine Früchte raus, weil es zu dicht ist. Der geht nach innen. Also das ist schon meistens, was so nach innen wächst, sollte man wegnehmen. Und hier würde ich auch, weil dieser Ast ist, kann man da ein bisschen Luft machen. Vielleicht der wächst sogar mir sehr nach innen, dann kann ich mal den mal ganz weg. Dann. Hier könnte man sogar jetzt den nach innen wieder so ein bisschen wegnehmen. Warum ziehen Sie den jetzt nach innen? Ja, damit hier, damit es hier rausgeht. Er kann ruhig ein bisschen wieder. Ach, da hat er Platz. Da drüben sind die anderen beiden wieder. Suchen, ja, hier. So ein bisschen aufgebaut. Ja, ja, und ich würde das auch
wohin soll er wachsen? Was würden Sie meinen? Also nach innen ist schlecht, also schon, nehmen wir mal hier so nach darüber. So, das ist jetzt praktisch, dass man ihn wirklich anschneidet und zwingt, nehmen wir den ruhig mal weg, noch zu treiben. Und da müssen wir dann die berühmte Saftwaage, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das erklärt, dass man jetzt nicht einen nur hier unten anschneidet und die anderen sehr oben, dann ist es so, der unterste kriegt immer am besten Saft und treibt dann wesentlich schneller als die anderen. Deshalb, wenn man einen jungen Baum aufbaut, also stellen Sie sich vor, dass er hätte jetzt hier den Mittelast, würde man hier den Mittelast anschneiden und dann etwa in so 30 Winkel, 30, 40 Grad, dann auf gleicher Höhe die Hauptnebenäste, die nach außen aufbauen, in derselben Höhe. Sonst passiert es, wenn Sie einen tiefer schneiden, geht die ganze Kraft in diesen einen Ast, der zuerst dieses Fruchtwasser, Fruchtsäfte abkriegt, der bildet einen riesen dicken Ast und die anderen bleiben so etwa wie sie waren. Also wenn ich jetzt den hier anschneide, dann müsste ich jetzt hier auf der anderen Seite, nehmen wir an, das wäre so auch so, dass dann hier rauswächst etwa. Also den lassen wir ruhig noch ein bisschen wachsen. Der kann dann ins so etwa, gell? Vielleicht den noch ein bisschen einkürzen. Und wenn wir den runterziehen würde, das kann man ja entweder machen durch bei jungen Bäumen mit einem Strick. Das, ja, das ist an sich, wäre jetzt so, hier, in diesem Fall wäre das wie Haupttrieb jetzt. So, das lasst man ruhig, denn das ist schon ein schönes Fruchtholz und kann aber hier noch ein bisschen aufbauen. Die Frage ist, ob noch die beiden, ob man dann noch was wegnimmt, aber hier ist an sich noch Platz, das kann man später noch mal korrigieren und rausnehmen. Ja, das würde ich sagen zum Kleinbaum.